habe ich gut geschlafen, aber warum habe ich denn von Einhörnern geträumt? Das war doch ein richtiger Albtraum. Oh Mann, oh Mann. Ich habe eigentlich ziemlich lange geschlafen, glaube ich. Oh Mann, warum ist es denn so ruhig eigentlich? Ist noch keiner wach? Hallo, guten Morgen. Das ist ja komisch. Eigentlich in letzter Zeit war immer wach direkt, aber irgendwie jetzt noch nicht. Das ist ja komisch. Na egal, ich stehe mal auf. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Hey, aufstehen, aufstehen. Hey, ich muss zur Kita, ich muss zur Kita. Oh Mann, ist doch schon. Oh Mann, heute ist doch schon Dienstag. Hey. Hallo, aufstehen, ich muss in die Kita. Hey, hallo. Oh, Emma, du Schlafmütze, jetzt steh mal auf, ich muss zur Kita. Wobei, nee, du musst ja gar nicht aufstehen. Du kannst ruhig liegen bleiben. Aber was denn mit Mama und Papa? Mama, Papa, aufstehen. Oh, toll, ihr Schlafmützen. Warum seid ihr denn noch am Schlafen? Ich muss zur Kita, Mensch. Och, Mama, Papa. Julian, komm, jetzt nicht. Julian, jetzt nicht, bitte nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Warum will denn hier keiner aufstehen? Hey, ich muss zur Kita. Sag mal, hört ihr mich nicht oder was? Aufstehen jetzt. Schnell noch duschen, weil ich habe seit 2 Wochen nicht mehr, glaube ich, geduscht. Schnell mal duschen und dann gleich ab in die Kita. Ja, ist das kalt? Warum ist das so kalt? Ach so, okay, ich muss das auch auf warm einstellen. Okay, ich hab's ja verstanden, ist ja gut. So, jetzt schnell abtrocknen und dann ab zur Kita. Oh Mann, ich bin sowas von zu spät und das am ersten Tag nach den Ferien. Oh nee, ich krieg sowas von Ärger von Brigitte. Ach nee, ich muss bestimmt länger bleiben heute. Oh toll, das Brot ist jetzt auch nicht drinne. Warum wohl? Weil Mama ja wieder am Schlafen ist, ist ja klar. Och nee, ich muss jetzt aber trotzdem los, ich bin schon voll spät. Also ihr könnt ja ruhig weiterschlafen, aber ich muss jetzt zur Kita. Oh Mann, so ein Leben hätte ich auch gerne wie ihr. Den ganzen Tag schlafen, nichts machen, das wäre schön, ich gehe jetzt zur Kita. Oh Mann, Hanna, sag mal, was machst du denn da? Du bist auch noch am Schlafen, du kommst viel zu spät zur Schule, du kriegst sowas von Ärger. Du hast sowieso in letzter Zeit voll viel Stress und jetzt kommst du zu spät zur Schule. Oh Mann, das gibt richtig Ärger, sage ich dir. Aber naja, gut, dann schlaf mal ruhig weiter, wie die anderen auch. Warum sind denn alle noch am Schlafen? Sind die total verrückt oder was? Das Leben geht doch wieder los. Hallo, Silvester ist vorbei, Neujahr auch und jetzt geht das Leben wieder los. Jetzt muss ich mir sogar selber was zu essen machen. Wobei, wo, nee. Hier steht ja noch die Pizza von gestern. Klasse. Naja, gut, dass Papa die nicht aufgegessen hat, aber das wäre auch seine dritte Pizza gestern gewesen. Naja, die nehme ich mal mit. Und jetzt aber schnell zur Kita. Oh Mann, ich krieg sowas von Ärger und das Bällebad ist bestimmt schon besetzt. Oh, war ja klar. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Hä? Hey, wo seid ihr denn alle? Hallo, ist irgendwo eine Besprechung? Oh nee, bitte nicht am ersten Tag schon direkt Buchstaben lernen und Zahlen lernen. Und darauf hätte ich jetzt keine Lust. Hallo, Brigitte, Sarah, Kira, sag mal, wo seid ihr denn alle? Oh, das kann doch gar nicht sein. Also, oder bin ich zu früh? Nein, das kann gar nicht sein. Ich bin schon viel zu spät eigentlich. Hallöchen, junger Mann. So, was machst du denn hier so in der Früh? Na, es tut mir leid. Ich bin viel zu spät. Aber, hey, du bist gar nicht Brigitte. Och nee, haben wir jetzt schon wieder einen neuen Erzieher? Das finde ich jetzt aber doof. Warum hat mir keiner Bescheid gegeben? Och Mann. Wie bitte? Ein neuer Erzieher? Nee, ich bin hier nur der Handwerker. Wie jetzt? Bin ich nicht mehr im Kindergarten? Och nee, ich wollte aber jetzt eigentlich kein Handwerker werden. Vielleicht später, aber noch nicht jetzt. Och, das hätte man aber mit mir absprechen können, finde ich. Also, junger Mann, ich weiß zwar nicht, was du da erzählst, aber ich frage mich, warum du denn das einzige Kind heute hier bist, weil es sind doch noch Ferien, oder nicht? Hä? Wir haben immer noch Ferien? Ich dachte jetzt nach dem Neujahr, da fängt das wieder an. Och, nö, warum sagt mir das denn keiner? Naja, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr noch Ferien habt, weil hier ist keiner. Und die Brigitte, die hat mir gesagt, dass ich hier ein paar Sachen noch aufräumen muss, beziehungsweise reparieren muss. Und deswegen bin ich jetzt hier in den Ferien noch da. Also, tut mir leid. Ach ja, stimmt ja. Die hat gesagt, nicht nach dem 1. Januar, sondern nach der ersten Woche. Och Mann, warum passe ich denn nie auf? Kein Wunder, dass alle noch am Schlafen waren. Och Mann. Naja, dann lege ich mich mal hier ins Bällebad. Also ich bin noch ein bisschen müde, deswegen schlafe ich jetzt hier. Junger Mann, aber das tut mir leid, du kannst jetzt hier nicht schlafen. Also, das geht nicht. Hallo, junger Mann? Ach nee, toll, jetzt muss ich Brigitte anrufen.